Vor fast genau 3 Jahren, in den Folgen 9 und 10, berichtete ich über den Bau des lokalen mechanischen Stellwerks für Gavalia. Damals basierte meine Planung auf sogenannten Gruppenausfahrsignalen, das heißt, pro Bahnhof gibt es in jede Richtung nur ein einziges Ausfahrsignal. Meine PC-Software, nach Vorbild Domino 67, bekundete damit Mühe, weil auch beim Vorbild die Domino 67 Stellwerke Ausfahrsignale pro Gleis unterstützen. Bevor ein Stellwerk in Gavalia überhaupt Sinn machte, musste die Station natürlich mit Signalen ausgerüstet werden und eben je ein Ausfahrsignal pro Gleis. Mit einem Q-Decoder werden sie angesteuert und mit selbstgedruckten Schildchen beschriftet. Das Setzen war wegen des metallenen Unterbaus gar nicht so einfach, aber der Albula-Gliederzug kommt knapp an ihnen vorbei. Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, wurden bei RST Eisenbahnmodellbau 3 zusätzliche rote Signalstellhebel und eine Hebelbank bestellt, die auch prompt geliefert wurden. Die Montage der Stellhebel bereitet keine Probleme. Es muss lediglich der Schalter in der richtigen Position festgeschraubt werden. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl stellt auch die Befestigung der Stellhebel mit den filigranen Sechskantschrauben auf der Hebelbank kein wirkliches Hindernis dar. Die alte Stellwerkhalterung war natürlich zu schmal und musste durch eine neue und breitere Version ersetzt werden. Ziemlich viel Zeit kostete mich die Planung der Schaltung. Ziel dieser Schaltung ist, mit einem Schlüsselschalter die Bedienung der Station Gavalia von ferngesteuert auf lokalen manuellen Betrieb umzustellen. Mit insgesamt 5 Relais wird diese Umschaltung vorgenommen. Die monostabilen Relais sind im Ruhezustand. Das heißt, wenn die Station wie die gesamte Anlage zentral gesteuert wird, abgefallen. Werden sie mittels Schlüsselschalter mit Strom versorgt, ziehen alle 5 Relais gleichzeitig an, schalten so auf manuellen Betrieb um und aktivieren damit die 3 blauen Weichenstellhebel. Die Weichen bleiben, leider, trotzdem von der Digitalzentrale her steuerbar. Bei den Signalen wird jedoch die Ansteuerung durch die Q-Decoder unterbrochen und auf die Signalstellhebel umgeleitet. Hier kann dann von der Digitalzentrale her nicht mehr eingegriffen werden. Nun begann ich mit der anlageseitigen Verdrahtung. Aufgrund der detaillierten Planung wusste ich, dass insgesamt über 200 Lötstellen anfallen würden und rund 90 Meter Kabel zu verlegen waren. An einem sehr bequemen Arbeitsplatz, nämlich im Schneidersitz auf dem Boden, verlötete ich die beiden 25-fach D-Sub-Buchsen, die die trennbare Verbindung mit dem Stellwerk herstellen werden. Auch das Stellwerk mit den 8 Hebeln und 5 Relais wurde sukzessive verdrahtet. Zwischendurch fanden immer wieder Tests statt, die größtenteils, aber halt doch nicht immer, auf Anhieb erfolgreich verliefen. Toll war natürlich,
dass das Einfahrsignal funktionierte. Dort wird die orange Lampe in Abhängigkeit der Weichenstellung geschaltet. Dies hatte eine etwas komplexere Verkabelung via einen Kontakt am Extension-Modul des entsprechenden Switch-Pilots zur Folge. Nachdem elektrisch alles funktionierte, begann die Endmontage des Stellwerks. Dazu gehörte die Beschriftung der drei VIP-Schalter, mit denen die Beleuchtung des Schattenbahnhofs Chur, die Radreinigungsanlage sowie irgendwann die Bahnhofsbeleuchtung in Cavaglia ein- und ausgeschaltet werden kann. Bevor das Stellwerk an der Anlage befestigt werden konnte, musste der Ausschnitt vergrößert werden. Die Beschilderung der Stellhebel sowie das Befestigen der Abdeckung mit dem Gleisplan beendete die Arbeiten und das Stellwerk konnte in Betrieb genommen werden. Soll Cavaglia manuell bedient werden, muss der lokale Fahrdienstleiter den Schlüssel im Hauptstellwerk in Pontresina abholen. Was der Fahrdienstleiter in Pontresina vor der Schlüsselübergabe vorzukehren hat, muss noch definiert und in bereits einmal erwähnten Betriebsvorschriften geregelt werden. Sicher ist jetzt schon, dass in Cavaglia alle Hebel oben sein müssen, bevor mit dem Schlüssel auf manuellen Betrieb umgestellt wird. Mit dem Stellwerk Cavaglia ist ein großer Schritt Richtung Mehrpersonenbetrieb der RHBM gemacht. Wie es nicht nur in Cavaglia weitergeht, ist offen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!